Elon Musk hat es schon wieder getan. In Rekordzeit hat er jetzt den Prototypen des Marsraumschiffes Starship MK1 vorgestellt. Und die ersten Hopping-Tests eines kleinen Vorläufers sind auch schon vielversprechend gelaufen. Er liegt damit vor dem Zeitplan. Klickt zum Science Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Was sind das wieder für Bilder? Bilder wie ein Blick in die Zukunft, wie schon die parallele Landung der beiden Booster, der Falcon Heavy oder der Tesla im Orbit der Erde. Musk lässt uns wirklich in die Zukunft schauen, wie auch jetzt am Wochenende. Und das ist nur die Spitze der kompletten Rakete, das Raumschiff, in dem bis zu 100 Menschen zum Mond oder zum Mars reisen können. Wir hatten ja schon darüber berichtet, Starship ist knapp 55 Meter hoch und soll auf der Rakete namens Super Heavy in den Weltraum fliegen. Das Raptor-Triebwerk, das Starship und Super Heavy antreibt, wurde erst Anfang des Jahres im Februar 2019 getestet. 2 Sekunden lang dauerte das Ganze. Das Raptor-Triebwerk ist größer als das Merlin-Triebwerk, das bisher genutzt wird und liefert so den doppelten Schub. Anders als bei Merlin werden auch nicht Kerosin und flüssiger Sauerstoff, sondern flüssiges Methan und flüssiger Sauerstoff eingesetzt. Starship soll von 7 Raptor-Triebwerken ins All befördert werden. Die Trägerrakete Super Heavy von 31. Die Konstruktion von Starship ist ganz besonders. Anders als ursprünglich geplant wird es nicht aus Carbonfasermischungen gebaut, sondern aus Edelstahllegierung. Musk zufolge soll diese Umstellung einen raschen und kostengünstigeren Bau möglich machen. Doch von der Atlas-Rakete wissen wir, dass auch Stahl Probleme machen kann. Diese war nämlich sehr schwer und brach so zusammen. Zumindest sieht die Außenhaut so ziemlich beeindruckend aus. Eine Hochglanzpolitur soll als eine Art Cool-Faktor wirken und die entstehende Hitze reflektieren. Musk ist sich sicher, dass Stahl das bessere Material für die Hülle ist, es sei leichter und das wegen seines Verhältnisses zwischen Stabilität und Gewicht, der hohen Temperaturbeständigkeit und des deswegen geringeren Bedarfs an Hitzeschutz. Und für den Hitzeschutz hat Musk einen besonderen Plan. Er schätzt, dass Starship mit 30.577 Kilometern pro Stunde durch die Mars- bzw. Erdatmosphäre eintreten könnte. Dabei sei die Unterseite seines Raumschiffes, vor allem beim Eintritt in die Erdatmosphäre, einer unfassbaren Temperatur von rund 1400 Grad Celsius ausgeliefert. Und tatsächlich ist das heiß genug, um die Stahllegierung zu zerstören. Und so sieht Musk hier keineswegs tausende Keramikfliesen, wie sie etwa von der NASA eingesetzt werden. Stattdessen setzt SpaceX darauf, Treibstoff der Rakete durch winzige Löcher bluten bzw. schwitzen zu lassen. Dabei entsteht eine flüssige Schicht, die zu einer Abkühlung führen würde. Heißt also im Klartext, der Raketenkörper würde sich bei der Landung selbst abkühlen und zwar mit Flüssigbrennstoff. Musk stellt sich eine Art Edelstahl-Hitzeschild vor, das somit nicht nur für Abkühlung sorgt, sondern zudem auch noch die Stahlkarosserie stützt. Ein Stück weit kann man diese Art von Kühlung mit der Kühlung von Säugetierhaut vergleichen. Der Schweiß wird aus den Poren ausgestoßen, um eine zu hohe Körpertemperatur entgegenzuwirken. Doch auch in der Raumfahrt ist dieses Konzept nichts Neues. Schon die NASA hat damit vor Jahrzehnten experimentiert und hier hat sich des Öfteren gezeigt, dass es Probleme geben kann. Und zwar mit Löchern im Hitzeschild, die blockiert und verstopft sind. Ein Ausweg könnte es beispielsweise sein, Methan als Kühlmittel zu verwenden oder deutlich mehr Poren anzubringen. Und Methan wird ja auch der Treibstoff zusammen mit dem flüssigen Sauerstoff sein, der damit bereits an Bord ist. Luftfahrtexpertinnen und Experten bezweifeln allerdings, ob diese Idee von Musk tatsächlich umzusetzen ist, denn nicht nur der Ein- und Sinkflug, sondern vor allem auch die Landung bedeuten eine riesige Herausforderung. Manche Expertinnen und Experten zufolge ist die Landung eines Raumschiffes auf dem Mars etwa 100 Mal schwieriger als die Marslandung eines autogroßen Roboters. Und selbst da geht ja immer mal wieder etwas schief. So oder so kommt mit diesem Raumschiff die Besiedlung von Planeten in unserem Sonnensystem in greifbare Nähe und damit auch komplett neue Perspektiven der Erforschung. Was könnten wir alles herausfinden, wenn wir nicht nur unbemannt oder mit Astronauten und Astronautinnen lediglich Visiten machen können. Nuke Mars. Will Elon Musk den Mars bombardieren? Anklicken, anschauen und Astrocomics TV abonnieren. Hammerkanal. Bis dann. Bleibt dran.